Liebe Freunde, ich habe bisher mal gedacht, die Ampel macht so eine katastrophale Wirtschaftspolitik, weil es da zwischen den Ohren fehlt. Nein, nein, der Grund ist was ganz anderes. Sie wollen mehr wissen? Bleiben Sie dran. Ja, liebe Freunde, jetzt weiß ich, warum wir auf dem absteigenden Ast sind. Wir haben keine Politiker in unserer Regierung. Nein, wir haben Komiker an der Regierung. Und wissen Sie wieso? Ich zeige Ihnen das mal. Fenster, kein Witz hier, ist für News. Ich bin der wirtschaftsfreundliche Bundeskanzler seit Ewigkeiten. Das sagt Scholz allen Ernstes. Der ist ja unser Komiker. Der hält sich tatsächlich für den wirtschaftsfreundlichen Bundeskanzler aller Zeiten. Also wenn man so etwas sagt, muss man wirklich, muss dazwischen entweder gar nichts sein, oder man macht Scherze. Und ich glaube, sie machen Scherze. Das gilt ja auch für unseren Freund Habeck, der sich für einen der besten Wirtschaftsminister aller Zeiten hält. Und er macht ja auch Scherze, wie wenn eine Firma nichts mehr produziert, dann ist sie ja noch lange nicht insolvent, sondern sie stoppt halt nur ein bisschen. Und andere Sachen habe ich auch schon ein paar Mal gebracht. Auch wenn die Bundesregierung das Geld der Steuerzahler komplett sinnlos verschwendet, ist ja auch nicht schlimm. Es ist halt nur woanders. Wissen Sie? Und mit solchen Gedanken, die kann man als normaler Mensch gar nicht haben. Das ist nicht möglich. Das wäre ja noch nicht mal, das wird ja noch nicht mal für die Hauptschule reichen. Nein, für die Dummschule. Gar nichts. Nein, wir haben eine Comedy-Regierung. Die machen lauter Witze und finden das gut. Von Wirtschaft verstehen sie natürlich trotzdem nichts, das ist klar. Aber ja, oder wenn ich mir unseren Freund Scholz hier nochmal wieder ansehe, hat vielleicht irgendwie, Sie wissen ja, manche Personen haben zwei Persönlichkeiten. Da leben zwei in einem. Kann natürlich sein, dass das auch hier der Fall ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall normal ist das alles nicht mehr, dass sich so jemand für den wirtschaftsfreundlichsten Bundeskanzler aller Zeiten hält. Wenn wir nämlich mal gucken, alles, was hier irgendwie das Land verlassen kann, haut ab. BASF verlässt das Land, Stiel, Motorsägen, die hauen ab, Teile von Porsche, BMW produziert mittlerweile sowieso schon den größten Teil seiner Autos im Ausland. Jeder, der irgendwie kann, verlässt das Land, auch Mittelständler. Und wenn Sie das jetzt vor zwei Wochen bei BASF mitgekriegt haben, die haben in Ludwigshafen ihren Produktionsanteil für, ich habe es vergessen, das waren 300, wir bedeuten die chemische Stoffe, den haben sie verkauft, aber nicht verkauft an ein US-amerikanisches Unternehmen, was dann sagt, anstelle von BASF machen wir das hier nur in Deutschland. Nein, die montieren das Ganze und bauen es in den USA wieder auf. So sieht's aus. Also wie so jemand wie Scholz zu so einer Einschätzung kommen kann, das ist komplett unverständlich für mich. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Jetzt sehen wir uns nochmal die Zahlen an. Hier steht, 37% der Mittelständler in Deutschland investieren ihr Geld lieber in neue Standorte im Ausland, weil dort die Kosten geringer sind. 37 schon. Bald sind es vielleicht 50, 60, 70, 80%. Und wenn wir uns mal die Investitionen von Ausländern in Deutschland ansehen, die sind mittlerweile um 80-90% gesunken. Jedes Jahr fließen bei uns rund 100 Milliarden Euro ab. Das heißt, die deutschen Firmen investieren viel, viel mehr im Ausland als die Ausländer in Deutschland. Wir kommen hier zu einer wirklich schleichenden Deindustrialisierung. Wer kann, haut ab. Wer kann, haut ab. Und gleichzeitig, als wenn das noch nicht reicht, lassen wir nach wie vor jedes Jahr Hunderttausende von Leuten ins Land, die wir hier nicht gebrauchen können. Wir könnten sie noch nicht einmal gebrauchen, wenn sie gute Ausbildung hätten, falls die kommen. Oder wie Helmut Schmidt immer sagt, nee, nicht Helmut Schmidt, unser deutsch-französischer Freund, den Namen jetzt vergessen, Schollatour, Peter Schollatour. Der hat gesagt, wer halb Kalkutta ins Land lässt, hilft nicht Kalkutta, der wird selber zu Kalkutta. Und die Lage ist ja, wie Sie wissen, noch viel, viel ernster. Die alle zu uns reinkommen wollen, die haben gar keine Ausbildung, die haben auch nie vor zu arbeiten, die wandern ganz gezielt ein, ganz gezielt, um das Geld aus dem Sozialsystem zu ziehen. So sieht es nämlich aus. Und wiederum gute deutsche Hochqualifizierte oder Leute mit Geld, die wandern alle ab, weil sie raus aus diesem Land wollen.
Regierung versucht ja schon mit der Wegzugsteuer irgendwie die Leute zwangsweise im Land zu halten, weil sie sonst im Prinzip ihr Vermögen gleich an der Türklinke abgeben dürfen, wenn sie das Land verlassen. Das ist so ähnlich wie in der Weimarer Republik und im Dritten Reich. Da gab es die Wegzugsteuer auch. Da wurde ihnen teilweise 50% ihres Vermögens abgenommen, wenn sie raus aus dem Land wollten. Also das sind alles wiederkehrende Sachen, die wir schon kennen und die sie jetzt wieder aufbauen. So sieht's aus. Und wenn wir uns mal die Leute anschauen, die wir wirklich gebrauchen könnten, denken Sie mal an die ganzen IT-Inder, die da in Indien sitzen. Hochqualifizierte Leute, sehr intelligent, sehr gut ausgebildet, die im Computerbereich sind. Und ja, die kommen hier nicht rein. Erstens, das ist schon mal ein großes Hindernis, man muss erst die Sprache noch lernen. Wenn sie Englisch können, das können die meisten, 80-90%, dann geht man doch lieber gleich nach Großbritannien oder in die USA. Und dann ist der Punkt, der entscheidende Knackpunkt. Wir haben hier die höchsten Steuern auf dem Planeten. Wer ist denn so wahnsinnig und wandert in ein Hochsteuerland ein? Das tut niemand. Die gehen lieber in die USA. Wir haben nicht nur die höchsten Steuern, wir haben auch die höchsten Energiekosten. Wir haben die höchsten Restriktionen, die meisten Gesetze. 90% der Steuerliteratur, also nicht Literatur über Steuern, sondern über Steuer des Staates, sind in deutscher Sprache. Nein, nicht, weil die anderen Länder alle ihre Steuerliteratur ins Deutsche übersetzen. Nein, wir haben die meisten Gesetze und Verordnungen. So sieht es nämlich aus. Wer will denn in so ein Land? Und wer will denn in ein Land, was mittlerweile immer unsicherer wird? Sie können nachts nicht mehr in die Zentren deutscher Großstädte gehen oder gehen Sie mal zum Hamburger Bahnhof oder gehen Sie mal zum Frankfurter Bahnhof. Da haben Sie ein ganz anderes Empfinden. Da denken Sie wirklich, Sie sind in Kalkutta oder sonst irgendwo. Niemand will mehr in dieses Land. Niemand. Und das ist wahrscheinlich auch gut so. Man muss diese Regierung, wie wir sie haben, denen muss man die finanziellen Möglichkeiten entziehen. Erst dann wachen sie vielleicht wieder auf, was ich aber nicht glaube. Dann pumpen wir Hunderte von Milliarden in die Ukraine. Was soll das? Die deutsche Politik ist mittlerweile so verrückt, dass da niemand mehr das irgendwie nachvollziehen kann. Wenn Sie mal im Ausland sind und Sie sprechen mit ein paar Leuten über Deutschland, die auch nur so am Rande mitbekommen haben, was da läuft, da sagt jeder zu Ihnen, sagen Sie, was ist denn eigentlich in Deutschland los? Gut, es ist nicht nur die Ampel, es hat schon mit Angela Merkel angefangen, die Ampel hat halt jetzt noch mal den Turbo zugelegt, so sieht's aus. Ja, liebe Freunde, ich sag's nochmal, was ich grundsätzlich immer am Ende meiner Ausführung sage, denken Sie beim nächsten Mal darüber nach, wen Sie wählen. Das ist unbedingt erforderlich. Ob allerdings noch irgendetwas zu reparieren ist in diesem Land, das ist die große Frage. Denn sehen Sie sich auch mal unseren Nachwuchs an. In vielen Bereichen, also in Berlin gibt es einige Schulen, da ist der Anteil Nichtdeutscher, und zwar von unseren muslimischen Freunden, 98%. Da wird sich dann auch die Frage gestellt, weswegen sollen wir überhaupt Deutsch lernen? Und sonst im Restteil des Landes haben sie in der Regel auch immer so zwischen 40% und 50%. Also ich glaube nicht mehr, dass es da viel zu retten gibt. Ja, liebe Freunde, das soll für heute erstmal genug sein, aber denken Sie über diesen Witz hier nach. Scholz hält sich für einen kompetenten Wirtschaftsmann. Ja, ich glaube, das kann man sicherlich auch mit ein paar Pillen behandeln. Aber gut, das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Bis zum nächsten Mal.